Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, auf dem Weg nach Ostern wird uns dieses große Evangelium verkündet. Jene Begebenheit mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ein Evangelium, das nicht nur eine einmalige Begebenheit festhält, sondern, deshalb haben es die Väter der Kirche ausgesucht, auf dem Weg der Taufvorbereitung, etwas sehr Grundsätzliches über den Glauben sagt, über Christus sagt und über uns sagt. Nachdem wir auf diesem Weg nach Ostern ja immer wieder in diese Situation hineingehalten werden, uns selber nochmal auf die Taufe, die schon hinter uns liegt, vorzubereiten, das heißt zu entdecken, was es bedeutet, getauft zu sein, ist es wichtig, dass wir diese Begebenheit an uns heranlassen. Wir werden nachher im eucharistischen Gebet dieses Wort des Augustinus noch einmal in der Präfation hören, der gesagt hat zu dieser Stelle: Nach dem Glauben dieser Frau dürstete ihn mehr als nach dem Wasser. Aber wir sehen Jesus durstig. Wir sehen ihn um die sechste Stunde. Man kann sich das im Nahen Osten gut vorstellen. Jesus hat einen Weg hinter sich, er verlässt Judäa, weil es für ihn eng wird. Man ist hinter ihm her. Er zieht sich nach Galiläa zurück. Er will den großen Umweg nicht machen, deshalb durchquert er das samaritische Gebiet. Er ist lange zu Fuß gegangen, mittags. Sie haben nichts zu essen dabei. Er ist durstig. Er ruht sich aus am Brunnen, während die Jünger in den Ort gehen. Wir sehen Jesus in seiner ganzen Menschlichkeit und Bedürftigkeit. Und immer haben wir im Ohr, er ist der Retter der Welt, wie unser Evangelium heute endet. Sieht er so aus? Ein Retter der Welt? Durstig? Bedürftig? Schwach? Müde? Verschmutzt? Offenbar geht es genau darum, dass das Evangelium uns das nahe bringen will, um einen Anknüpfungspunkt zu haben. Während wir letzte Woche auf dem Berg den leuchtenden Christus im Licht der Verklärung sahen, sehen wir heute sozusagen das andere Ende. Wie es der Hebräerbrief betont, in allem uns gleich, genauso bedürftig, schmutzig, durstig, müde, wie wir oft sind. In allem uns gleich, außer der Sünde. Wie geschieht Glauben? Jesus macht sich uns gleich, in allem. Das Neue Testament ist voll davon, das durchzubuchstabieren, dass wir das verstehen, was man theologisch mit diesem großen Wort Inkarnation bezeichnet. Dass Gott Mensch wird, wirklich Mensch wird. Nicht als eine nette PR-Aktion des lieben Gottes, sozusagen, wir machen mal so ein bisschen auf Mensch, ja, sodass wir das umdrehen können, mach's wie Gott, werde Mensch. Oh komm, so ein bisschen kumpelig, so ein bisschen Mensch und dann ist gut. Bisschen nett. Nein, in allem. Er zahlt den vollen Preis. Er geht ganz diesen Weg. Und wir wissen es ja, wir sind ja auf diesem Weg gerade. Der Weg nach Ostern führt über Golgotha. Bis hin zu einem bitteren, erlittenen Sterben und einer Passion, einer Folterung zuvor, einem Verhör, einem Verrat. Alles, was dazugehört zum menschlichen Leben. Er macht es sich wahrlich nicht billig. Hier sehen wir ihn müde, durstig am Brunnen. Und wir können fragen, gibt es eigentlich keine andere Situation, keine andere Person als ausgerechnet diese Frau, dass Jesus sich ihr in einer Weise offenbart, wie er das zuvor nicht getan hat, auch selbst nicht seinen Jüngern gegenüber. Einer samaritischen Frau, mit der Juden normalerweise nicht verkehren. Sie sprechen nicht, sie vermeiden dieses Gebiet. Sie vermeiden auf jeden Fall den persönlichen Kontakt. Jesus hat hier keine Berührungsängste.
Jesus ist sozusagen das Vorbild aller Missionare, keine Berührungsängste zu haben. Auch zu sehen, auch Missionare und der Urmissionar Jesus selber schämt sich nicht seiner Schwäche, seiner Müdigkeit, seines Durstes. Aber er bleibt nicht dabei. Warum ausgerechnet jene Frau? Wir würden, wenn wir die beurteilen, und die Kommentatoren haben das die letzten 2000 Jahre ausführlich getan, wir müssen das nicht alles durchgehen jetzt, aber wenn wir so zuhören in diesem Dialog, wie begegnet sie uns? Vielleicht sie ist nicht eine Intellektuelle, das können wir sagen, ohne ihr zu nahe zu treten. Das ist eine Frau, die Wasser holt. Typische Frauenarbeit im Nahen Osten. Sie hat so etwas wie eine Volksschleue. Und sie hat ein ziemliches Leben hinter sich. Das auch. Warum ausgerechnet die? Jesus bittet sie um das Normalste von der Welt, um einen Schluck Wasser. Wenn es um den Glauben geht, liebe Schwestern und Brüder, dann machen wir oft so ein Bohai darum und wir merken gar nicht, dass Gott uns bittet um das Normalste von der Welt. Euch und mich. Er verlangt nichts Außergewöhnliches von uns. Er beginnt nicht damit, dass er sagt, geht mal runter zur Saar und lauft mal drüber. Klappt nicht, macht ihr was falsch. Er beginnt mit dem sehr Normalen. Er erbittet einen Schluck Wasser. Aber dieses Wasser, so sagen die Väter, ist unberührt. Es ist nicht in die Sünde hineingezogen. Es ist ein unberührtes, frisches Element. Wir sollten einmal tief in uns graben, so tief wie der Jakobsbrunnen war, ob wir ein solches tiefes, unberührtes Element haben, noch haben, das wir Gott anbieten können, nachdem er fragt. Dann hätten wir den Beginn dessen, was wir Glauben nennen. Und trotzdem macht sich dann bei dieser Frau in diesem Dialog ja durchaus eine gewisse, sollen wir sagen, Gerissenheit bemerkbar, dass das nicht zusammenpasst mit dem Dialog. Sie kommen irgendwie nicht weiter. Jesus spricht dann von einer inneren Quelle, von etwas, das er ihr geben kann. Und sie sieht einen müden, durstigen Wanderer. Wie wir oft Jesus im Evangelium sehen und fragen, na, was kann der Typ mir denn schon geben? Ich habe hier meinen Krug. Ich weiß, wie ich den Brunnen benutze. Und da kommt einer, der mich vorher gefragt hat, dass er was zu trinken will. Und jetzt will der mir was geben. Was kann der mir geben? Das fragen wir manchmal auch von der Kirche. Guck dir die doch mal an, die Typen. Die sind doch selber alle verkommen. Wovon reden die denn? Was wollen die mir denn schon geben? Da bin ich ja eigentlich noch, also wollen wir nicht so viel sagen, aber ganz proper im Vergleich zu denen. Auf dem Höhepunkt dieses Dialoges schneidet Jesus urplötzlich ein anderes Thema an. Und zwar nicht deshalb, weil er sagt, okay, du bist mir jetzt zu blöd, ruf deinen Mann. Ich will einen anderen Gesprächspartner. Nein, es geht nicht um den anderen Gesprächspartner. Schnurstracks legt Jesus den Finger auf die Lebenswunde dieser Frau. Ruf deinen Mann. Ich habe keinen. Ja, sagt Jesus. Irgendwie hast du die Wahrheit gesagt. 5 hast du gehabt und der 6. ist nicht dein Mann. Von da an ändert sich alles. Das fährt so in diese Frau hinein, dass wir das, was wir Glauben nennen, genau an diesem Punkt, auch am Punkt der Beschämung beginnt. Wir sind heute ja in dieser Kurve zu sagen, ach, das ist so peinlich, reden wir besser nicht drüber. Schwamm drüber.
Lebenswunden, ja gut, die gibt es natürlich, schlägt ihr mit sich rum. Am besten sagen wir, war was? Nee. Deshalb finden viele nicht zum Glauben, weil sie sich auch mit ihren Wunden, ihren Verletzungen und ihrem Mist, den sie gebaut haben, nicht ernst genommen fühlen. Jesus, so lernen wir heute im Evangelium, und es gehört zum Christwerden dazu, legt genau den Finger auf diese Wunde. Nicht drumherum, nicht ein bisschen abgetastet, vorsichtig, ob jemand vielleicht schon das Gesicht verzieht, bevor er Aua schreit. Nein, er legt den Finger genau an diesen Punkt. Und er weiß, dass er diesen Finger nicht dorthin legt, um zu verletzen, sondern um zu heilen. Er legt den Finger genau an diesen Punkt, wo die Heilung am notwendigsten ist. Und natürlich ist der Glaube noch nicht zack mit einem Schlag da. Christusbekenntnis und diese Frau wird Jüngerin und so, das lesen wir alles nicht im Evangelium. Es dauert noch. Zunächst fühlt diese Frau sich gekannt, mit ihrem krummen Leben verstanden. Zunächst vielleicht auch erwischt, aber sie fühlt sich ernst genommen und angenommen. Genau deshalb, weil Jesus die Wahrheit sagt und sie damit konfrontiert. Genau so ereignet sich Beginn des Glaubens, oder sagen wir es ruhig vorsichtiger noch, Möglichkeit des Glaubens. Wir mit unseren ganzen Strategien, dass wir immer sagen, wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, das sind alles imaginierte Vorstellungen, wo die Leute angeblich stehen. Aber da, wo sie wirklich stehen, manchmal bis zum Kinn im Dreck, da holen wir sie nicht ab, sondern sagen wir, es ist schön, es ist kein Dreck. Wenn es gut geht, sagen wir, es ist ein Schlammbad, es ist auch gesund. Wir nennen es irgendwie anders, aber wir sagen nicht die Wahrheit, liebe Schwestern und Brüder. Gott will angebetet werden im Heiligen Geist und in der Wahrheit. Und niemand findet zur Anbetung Gottes, niemand findet zum Glauben, ohne sich der Wahrheit des eigenen Lebens zu stellen, der ganzen. Dann kann Glaube Schritt für Schritt vorangehen. Dann aktiviert diese Frau plötzlich etwas, was sie vielleicht religiös irgendwie weiß. Ah, so ein Prophet da, so ein Jude, da ist was hier bei uns mit dem Garizim, da beten wir Samariter an und ihr in Jerusalem. Und schon entspinnt sich etwas. Das ist etwas, was wir bei Zeitgenossen oft finden. Ah, Kirche, Jesus, da war doch was. Immerhin spült es dann die letzten Brocken, vielleicht aus dem Religionsunterricht oder vielleicht von der Oma oder sonst irgendwem an die Oberfläche. Es ist nicht nichts, liebe Schwestern und Brüder. Man kann diesen Dialog darin fortsetzen. Aber wichtig für uns ist, wenn wir erneut in diese Situation gehalten werden, was ist Taufe, was bedeutet Christsein? Dass Gott beginnt mit uns, nicht mit etwas Unmöglichem. Sondern er erfragt das Selbstverständliche, das Unberührte in uns, ob wir es ihm geben. Und selbst wenn er uns begegnet in denen, die müde sind oder durstig oder gar, was für Jesus natürlich nicht zutrifft, oder gar, was dann für seine Vertreter der Kirche zutrifft, oft verkommen. Sie haben etwas zu geben. Und das heißt, als Glaubende, als Getaufte haben wir selber etwas zu geben. Denn das sagt Jesus dieser Frau. Wer von diesem Wasser getrunken hat, das ich gebe, aus der Quelle, die ich selber bin, den wird nicht nur nicht mehr dürsten, sondern in ihm entspringt selber eine Quelle, die zum ewigen Leben hinführt, die ewiges Leben schenkt. Das ist die große Brücke, liebe Schwestern und Brüder, über alle Abgründe, über die Abgründe der Wahrheit unseres Lebens, über den Abgrund des Versagens und über den Abgrund des Todes. Was Jesus uns heute sagt, könnten wir mit anderen Worten ausdrücken: Es lohnt sich, von dieser Quelle zu trinken, und es lohnt sich, freudig Christ zu sein.